Das hier ist ja nur ein Kranschlüssel. Damit können wir hier nichts machen. Nö. Irgendwas anbohren wahrscheinlich auch nicht. Ach so. Ich dachte schon gerade hier wegen des Pfeilsymbols. Na gut, also... Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es hier noch was zu tun gibt. Da können wir immer noch nicht weiter, aber wir haben jetzt den Kranschlüssel. Komm, dann gehen wir erstmal mit dem Kranschlüssel zurück, dann machen wir erstmal da ein bisschen Progress. Dort nämlich, so. Hauen wir den da rein. Jo, jetzt haben wir auch Licht, sehr schön. Und jetzt können wir... Okay, das funktioniert doch schon mal besser als auf dem Jahrmarkt. Mache ich jetzt erstmal hier den grünen zu. Einer der anderen Geysire ist versiegelt. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier vielleicht drankommen. Was ist denn das? Captain Unbrauchbar und seine Heldentaten. Ach nee, Papageienfutter. Na wie? Plot convenient? Ich weiß auch nicht. Okay, dann geben wir das Foto jetzt direkt den Piraten. Das ist eine Lauferei hier gerade. Den Piraten sage ich schon, den Papagei natürlich. Das Passwort ist FZ27. Das hat er uns gerade gesagt. Und weil er das gesagt hat, ist die Tür aufgesprungen. Danke, mein treuer Freund, den ich gerade zum ersten Mal gesehen habe. So, jetzt sind wir hier also einen Schritt weiter im U-Boot des Piraten. Hier hinten ist ein Stück Getriebe. Hat vielleicht bei der Formel 1 rausgefetzt zwischendurch. Na, warte mal, stand doch gerade was. Dieser Kudde ist ein Schrotthaufen, nicht? Das ist die Ökonospule. Mhm. Von mir aus, Gesundheit. Gucken wir uns das hier mal an. Was ist das dann? Hier. Mach das weg. Ich will das nicht mehr sehen. Was ist das denn? Okay, was kann man hier alles anklicken? Hoch. Hä? Und was soll das jetzt? Was kann ich jetzt hier machen? Hä? Hier war ein anderes Geräusch. Aha. Okay, dann war das wohl Schritt. Wie der Fortschritt hier gerade zurückgehüpft ist. Ist ja auch gemein. So, weiter geht's jetzt also. Hier können wir nicht mehr draufklicken. Hier außen auch nicht. Da werden jetzt wohl diese Sachen irgendwie hier außen hin müssen. Stellt sich nur die Frage, wie. Okay, hier ist so ein Kreisgedingse. Dann würde ich sagen, die Kreisgedingse kommen wahrscheinlich alle hier rechts hin. Und das Spiel schreibt mir sogar vor, wo die hin müssen. Da brauche ich gar nicht suchen. Oder kann ich... Ach nee. Ich habe nur nicht genau genug geklickt. Okay, gut. Na gut, okay. Dann sortiere ich die jetzt erstmal so grob vor. Hier kommen jetzt die ganzen Kreisdinger hin. Okay. Dann kommen hier wohl Sachen hin, die... Dings, hier an der horizontalen Linie symmetrisch sind. Und hier oben dann wohl die, die nach links rechts symmetrisch sind. Und hier unten die Sachen, die diagonal Dings, also weißt du schon, punktgespiegelt sind. Sagen wir, die nicht noch irgendwie weiter sortieren müssen. Angenommen, ich setze den mal hier rein. Leuchtet der nicht? Jo, der leuchtet dann nicht. Gut, in dem Fall müsste es das jetzt... Sieht irgendwie aus wie ein Arsch, Entschuldigung. Dann müssten wir das jetzt eigentlich durchhaben. Jo. Vielleicht passt hier das Passwort FZ27. Aha, meinst du?
Aha. F. Ach, so ist das. Okay, das hier sind einfach ganz viele Z im Kreis. Wie war es jetzt? F, Z. Das hier ist das Z. Deshalb hat es hier auch aufgeleuchtet, als ich hier hin bin. Das hier sind V, U, Y und Z. Alles klar. Und dazu gehört dann... Hier ist das Z. Da ist es nämlich. Das hier unten ist die 2. Und das hier müsste dann unsere 7 sein, auch wenn die etwas verzerrt ist. Ist ja lustig gemacht und es macht tatsächlich Sinn. Ja, genau. Dieses ganze Rätsel, um den einen Bit hier zu verstecken. Sie, Shadat. Natürlich. Wenn es wenigstens 8-Bit wären. Oder 6-Bit in einem Sixpack. Okay, wir brauchen einen Bohrer, um das Glas zu entfernen. Ist ja rein zufällig, haben wir einen VW-Bohrer in der Tasche. Na schön, dann wollen wir mal. Ach so, den Bohrer durfte ich nicht hier unten ins Inventar zurückpacken, weil der verschwinden muss, auf ominöse Weise. Da ist gerade der Akku leer gegangen, deshalb brauchen wir den nicht mehr. Okay, wir haben eine Sparspule. Gib Sheldon die Ökonospule. Ah, schön. Ohne das Ding läuft das U-Boot wahrscheinlich nicht mehr. Gut, dann sind wir hier jetzt durch. Oh. Oh. Okay, wenn Blaubart jetzt weg ist, dann wird sich Sheldon noch einen Moment gedulden müssen. Dann gucken wir mal, was hier in der Höhle ist. Ich muss meine Abmachung mit Sheldon einhalten. Na, schön von mir aus, bevor ich gehe, ja. So, da ist er. Ist dies die Ökonospule? Lass mich mal sehen. Was für ein Schrott. Kein Wunder, dass sie deine gestohlen haben. Die ist so gut wie nutzlos für mich, selbst die Einzelteile. Doch abgemacht ist abgemacht. Ich gebe dir den XP Fishmaster. Alles klar, den haben wir schon gesehen. Du findest ihn im Haus. Ich stieß vor vielen Jahren am Grund des Sees auf ihn. Ein Fischbeschwörer allererster Güte. Jemand wie du könnte ihn zu schätzen wissen. Ein Fischbeschwörer? Soll ich die Zirkusnummer aufmachen? Hinter dem Schrottplatz gibt es eine Höhle, wo ich schon hin wollte. Von dort aus gelangst du über den Krater bis zum See. Nur Vorsicht vor dem riesigen Raubfisch, der dort lebt. Wir sehen uns. Oder auch nicht. Mhm. Okay, Sheldon gibt uns also den Fischmaster. Gut, wir haben den Fischmaster. Damit gehen wir jetzt hier in die Höhle und... Ui. Okay. Ziemlich cool durchgerendert. Auch hier mit den Schuppentexturen und so. Sieht schon irgendwie cool aus, muss man ja zugeben. So, können wir dem denn jetzt sagen, dass er hier selbsttätig an den Haken springen soll? Das geht nicht. Ich hoffe, das hat niemand gesehen. Pipapo. Ja, okay, an dem kommen wir so also im Moment nicht vorbei. Das nenne ich einen großen Fisch. Felix? Was haben Sie dir bloß angetan? Felix? Wer ist Felix? Hab keine Angst, ich weiß, was ich tue. Hä? Echt jetzt? Okay. Sekunde, mal kurz respawnen. Wiedersehen. Heißt, dass wir... Alter, was eine coole Szenerie jetzt. Heißt, dass wir, kannten diesen Fisch? Ist das wieder ein Insider aus den früheren Spielen? Na gut, alles klar, da war auf jeden Fall ein großer Haken und der Typ hat uns gerade da rausgezogen mit einem Haken, der so groß war wie unsere Hand plus Taucheranzug.
Respekt. Okay, Lorenzo. Ah, ist er der gute Lorenzo? Hui, du bist ja gar keine Fische. Du hast dich ganz schöne Gewehrte. Fast dachte ich, du, ich hätte dir eine ganze große an der Leine. Wir haben schon von dir gehört. Wir dachten, du wärst auf dem Monde oder tot. Es tut gut, dich zu sehen. Blaubart war hier und er hatte bereits eine Menge Schaden angerichtet. Ja, ich bin nicht gut in sowas. Er hatte das Dorf überflutet und wir befürchten, dass Delia und Gideon in große Gefahr sind. Sie sind in Katys Geigenladen gefangen. Dort kann es äußerst gefährlich sein. Warum? Weil uns sonst eine Violine anspringen wird? Oh, du hast ja meine alte Fischemaster. Ich habe ihn vor viele Jahren in die See verloren. Gefunden ist gewonnen, wie ich immer zu sagen pflege. Ich kann das nicht. Blaubart konnte jeden Moment zurückkommen. Mhm. Das war jetzt irgendwie... Ja. Ich übe das nochmal. Gelange in das obere Gebäude des Wasserwerks. Ist das das Wasserwerk? Da wird das Wasser aus dem See mit diesen Kellen in was auch immer geschöpft. Okay. Aber ich möchte nochmal anmerken, die Szenerie hier sieht schon cool aus. Okay, das ist der Berg. Der hat wohl damals ein ganzes Stück weggesprengt, wie es aussieht. Die Rohrleitungen sehen so ein bisschen nach Rätsel aus, habe ich die Befürchtung. Und wir können hier nichts anderes machen, als dort hineingehen. Oder hinauf. Ah. Sapperlot. Ich muss dort hinauf, doch die Leiter ist zu kurz. That's what she said? Nee, passt nicht. So, mit dem Fischmaster machen wir hier jetzt mal gerade gar nichts, wie es aussieht. Hier kommen wir nicht weiter. Ah. Ah, wir können hier den Fischer beklauen. Na schön, dann gucken wir mal. Delfin, Papagei, Ananas, Wäscheklammer. Da ist der Papagei. Endlich mal wieder was anderes als dieses Blau in Blau. Ich meine, im U-Boot sah es jetzt zwar auch anders aus, aber es war halt auch da unten die ganze Zeit. Doch ja, so ein Szeneriewechsel tut jetzt schon mal gut, muss ich sagen. Ananas, Wäscheklammer. Ananas. Feder, Maske, Kompass. Ist das die Maske? Jo. Kompass und Druckmesser. Kompass und Druckmesser. Das könnte der Kompass sein. Na gut, es ist nur eine Darstellung. Ja komm, bei dem Spiel weiß man nie. Schraubenschlüssel, Hammer, Hufeisen. Hammer. Hammer, Hammer nicht. Beziehungsweise jetzt doch. Da ist der Maulschlüssel, / Schraubenschlüssel. Hufeisen. Hufeisen, Hufeisen, Hufeisen. Ein Kompass und ein Druckmesser. Hier ist der Kompass. Also wenn der Fischer das nächste Mal auf dem Meer rausfährt, dann hat er eventuell ein gewisses Problem, denke ich mal, wenn die Sachen hier fehlen. Abgesehen von der Wäscheklammer vielleicht. Ich denke nicht, dass die lebensnotwendig ist da draußen. Ah, hier ist er. Dann haben wir jetzt noch vor uns ein Hufeisen. Ich habe irgendwie das... Ach du je. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass das wieder irgendwo in die Texturen eingearbeitet ist. Naja, irgendwie mehr oder weniger war es das, ja. Dann brauchen wir jetzt noch den Delfin, der ist hier auf dem Rettungsring. Eine Feder und ein Druckmesser. Was für eine Feder denn dieses Mal? Eine von den Möwen, die hier ab und an mal ins Spiel reinschreien? Oder doch eher eine Sprungfeder? Ich sehe im Moment weder noch. Hier sehe ich ein Seepferdchen. Deshalb auch Seepferdchen, weil ich sehe. Feder und Druckmesser. Hier ist eine Gabel versteckt auf dem Paddel. Hier ist noch irgendwas versteckt.
Aber ich sehe aktuell weder die Feder noch den Druckmesser.